Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde mit RimWorld. Wir haben es lange nicht mehr gespielt und jetzt hatte ich mal wieder richtig Lust. Also ich habe selber gespielt, aber es gab lange kein Let's Play seit dem letzten Mal. Und ja, jetzt gibt es auch wieder eine neue Version und hier oben sehen wir es, die 017.1557. Letztens war es noch die 016, deswegen sind meine Speicherstände noch weg gewesen, wie immer. Ja, und jetzt würde ich einfach sagen, wir starten direkt rein. Es hat sich einiges geändert, vor allem seit meinem letzten Let's Play hat sich einiges geändert. Und das werde ich euch jetzt alles mal schön zeigen. Wir machen wieder Absturz. Das finde ich eigentlich immer ganz, ja, am besten. Man hat nicht so viel Zeug, aber auch nicht zu wenig. Wir nehmen Cassandra. Die finde ich fürs Let's Play einfach am besten. Im Gegensatz zu Phoebe und Rainer Zufall. Und wir spielen natürlich auf Mittel. Ich denke, das passt am besten. So, einfach mal einen zufälligen Seed. Was haben wir hier Schönes? Pfeilmacher, Löwe, langweilig. Ich will was Cooles. Das muss irgendwie cool heißen. Na komm. Regenmantel war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Verzweiflung. Komm, wir nehmen die pure Verzweiflung und wir stellen natürlich hoch. Muss einfach. Hier können wir es so lassen. So, ich will mich auch gar nicht so lange damit aufhalten. Wir werden wahrscheinlich in der Charaktererstellung, so wie man mich kennt, wieder ewig lange Zeit brauchen. Deswegen wenigstens das jetzt hier flott machen. Das Weltgenerieren könnte jetzt etwas dauern, weil wir haben jetzt wirklich einen vollen Planeten. Das war ja bei meinem letzten Let's Play, glaube ich, noch nicht vorhanden mit dieser Weltkugel. Da gab es nur diese normale Karte. Und jetzt haben wir, wie wir gleich sehen werden, nach 5 Minuten Ladezeit, haben wir wirklich so eine große Weltkugel und können ja, uns da aussuchen. Da gibt es dann auch schon verschiedene Stämme. Also da sieht man tatsächlich, dass da schon Leute überall wohnen, sowohl feindlich Gesinnte als auch gut Gesinnte. Und ja, wenn man die Gefahr liebt, kann man sich natürlich genau neben so einem feindlichen Stamm positionieren. Aber ich denke, wir werden uns eher ein ruhiges Plätzchen suchen. So langsam hätte ich hier aber gerne mal die Welt gucken. Ja, und so seit dem letzten Experiment, sich hat einiges verändert. Es gibt jetzt auch die ganzen, ja, Drogen, die man selbst anbauen kann, die ich aber eher vermeiden möchte eigentlich. So, jetzt sehen wir hier, wir haben so einen richtig schönen Planeten, so einen Erdball. Und ja, hier können wir uns jetzt tatsächlich hinpflanzen, wo wir wollen. Das sind alles Sachen, die es halt schon gibt. Ich weiß nicht ganz genau, was der Unterschied zwischen Zelt und Fraktion... Sind alles Fraktionen. Ich weiß nicht, was hier genau der Unterschied ist. Das ist wahrscheinlich eher ein kleinerer Stamm und das so ein was Größeres, würde ich sagen. Aber hier sind auch sehr viele Totenköpfe. Wir können ja einfach mal... Wisst ihr was? Wir machen mal zufällig und gucken, wo wir landen. Oh, nee, das wollte ich nicht. Können wir uns mal eben wieder die Planeteninfo bitte anzeigen lassen? Warum sehen wir die denn jetzt nicht? Hier. Gelände würde ich gerne sehen. Wo sind wir hier gelandet? Nadelwald, bergig. Wow, nein. Ich möchte schon, also ich möchte es uns nicht unnötig schwer machen. Das würde gehen. Wir haben Minusgrade, obwohl ich eben nicht gut finde, muss ich ehrlich sagen. Also ich hätte schon gern ein bisschen was mit... Also es muss schon ein bisschen hügelig sein, würde ich sagen. Es muss nicht unbedingt bergig sein, so wie hier gerade, aber hügelig. Gemäßigter Wald ist auch irgendwie langweilig. Tundra... Kann es sein, dass ich beim letzten Mal die Tundra hatte? Das wäre natürlich auch nicht so cool. Wir könnten gemäßigt nach... Weißt du, wir machen doch selber. Das mit dem zufällig ist bei dieser riesen Erdkugel einfach ein bisschen zu langwierig. Wir hätten hier einen Nadelwald. Wir hätten hier einen gemäßigten Wald. Was ich eigentlich gerne mal wieder machen würde tatsächlich, wäre der tropische Regenwald. Darauf hätte ich jetzt irgendwie am meisten Lust. Ist das hier ein tropischer... Ja, hier gibt es tropische Regenwälder. Aber auch gleich neben dem... Ist das alles... Ah, das ist alles tropischer Regenwald. Ja, ich würde sagen, wir gucken hier mal irgendwie. Ah, so viele Totenköpfe. Wo kommen denn die alle her? Vielleicht wenn wir uns hier irgendwie... Ich denke mal, wenn die richtig groß sind, sind die wahrscheinlich stärker als normal. Würde ich jetzt fast mal denken. Dann sollten wir uns vielleicht nicht gleich daneben hocken. Vielleicht hier eher. So. Man kann jetzt nämlich auch Karawanen machen, wenn man so weit kommt. Und kann dann wirklich hier überall auf der Karte hin und her wandern. Und sich auch eine neue Base irgendwo anders bauen. Ziemlich cool. Habe ich tatsächlich auch noch nicht gemacht, weil ich nie so weit kam. Aber naja. Also hier hätten wir auf jeden Fall Hügel. Ich mag immer Hügel. Wir können natürlich auch eine ebene Fläche nehmen. Aber das ist irgendwie langweilig. In so Hügel-Dinger kann man sich immer schön reinbauen. Berge sind mir schon wieder zu viel. Unpassierbar. Ich weiß gar nicht, ob man hier überhaupt leben kann bei unpassierbar. Scheint auch zu gehen. Okay, würde ich aber nicht nehmen. Ja, ich wäre schon eher... Also hier haben wir natürlich sehr warme Temperaturen. Da muss man sich schnell um ein Kühlungssystem kümmern. Wir hätten hier jetzt große Hügel. Ich hätte gerne was mit Marmor, weil ich tatsächlich Marmor sehr mag. Marmor, Sandstein, Kalkstein, 31 Grad, 34, naja, wird warm. Ganzjährig Wachstumsdings, ich würde sagen,
Das nehmen wir jetzt einfach mal. Wir sind in der Nähe von zwei Stämmen, aber auch in der Nähe von Totenköpfen. Die sind gar nicht mal so weit weg. Das ist doch auch gut. Man will ja auch eine Herausforderung haben. Und dann würde ich einfach sagen, weiter. So, jetzt haben wir schon 5 Minuten hier wieder verschwendet. Hier hätten wir direkt einen... Ja, jetzt müssen wir natürlich wieder uns 3 Viecher auswählen. Aber Landwirtschaft ist gar nicht mal so schlecht, dass der das schon kann. Aber für den Anfang plädiere ich eigentlich immer drauf, dass die... Oh, der ist gut. Ich glaube, der ist nicht so schlecht. Sozialkonstruktion. Da müssen wir bei den anderen nur gucken, dass wir die anderen Sachen... Ja, das ist, wäre geil, aber wenn der so gar nichts von den anderen kann, ist wieder schlecht. Das haben wir schon. Kochen, Bergbau. Aber sonst die Werte nicht so knülle. Knülle, sagt halt auch keiner mehr, oder das Wort? Ups. 9,7 kann man nehmen. Hat eine Schussnarbe, ist immer ein bisschen blöde. Oh, und ist schießwürdig und blutrünstig. Oh Gott, die sind immer so... Ja, irgendwie haben die nie so wirklich gute Eigenschaften. Die sind immer Rauschmittelfaszination, psychisch taub, Raufbeut. Das ist, ja, Gassenmädchen, Kindheit. Der ist Wattgrohensoldat. Geringverdiener. Weltraumhändlerin. Also die finde ich eigentlich ziemlich cool. Die würde ich gerne mitnehmen. Die, ja, kann man nehmen. Achso, das ist Ingenieurin. Hier hättest du schon 9. Haben wir schon einen mit geistiger Arbeit? Ich glaube nicht. 5. Aber die geben. Könnte man nehmen. Tiere hat jetzt. Doch, die hat Tiere zum Notfall, aber Medizin. Oh Gott, nee, keiner hat Medizin. Dann geht das hier leider nicht. Da müssen wir hier jetzt tatsächlich darauf achten, dass die was mit Medizin am Hut hat. Rückenschmerzen ist nicht gut. Gar nicht gut. Wir brauchen jetzt unbedingt einen mit ein bisschen Medizinkenntnis, weil Medizin braucht man einfach immer. Die hat Kochen hoch, Medizin geht, Handwerk, gut, brauchen wir am Anfang noch nicht. Kampfmäßig sind die alle gerade ziemlich gut, muss ich sagen. Ja, eigentlich ganz schön. Wir gucken mal, ob wir jetzt einfach das Wichtigste haben. Wir fangen oben an. Soziales haben wir. Tiere, ja, mal so ein bisschen dabei. Medizin haben wir, wenn auch nicht doll. Kochen, 11 haben wir. Konstruktion haben wir. Landwirtschaft haben wir auch, sogar schon auf 7. Können wir schon bessere Sachen machen? Bergbau ist jetzt die Frage. Oh nein. Ja, dann tschüss. Medizin und Bergbau brauchen wir halt beide. Das ist leider wichtig. Vor allem am Anfang halt. Bergbau ist unverzichtbar, leider. Oh, okay. Wir haben sie, glaube ich, jetzt. Lahme Ente, psychisch sensibel. Wrackförscher, Sanitäter. Medizin 11 ist perfekt. Und Bergbau auch 3. Okay, das geht. Ja, ich glaube, wir haben unser Team. Wir haben Ryoko, Onesan, Minese, Kerry, Jude, Koffee und Quist, Dofa, Buchan. Ich würde sogar vorschlagen, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen ich am Schluss aufnehme. Es könnte tatsächlich sein, ich möchte jetzt einfach mal eine längere Session machen. Ich würde euch gerne fragen, wer gerne hier nach wem benannt werden würde. Aber ich glaube, so lange spiele ich gar nicht. Ich meine, ich spiele zu viel und deswegen würde es sich wahrscheinlich nicht lohnen, weil ihr dann irgendwann in der 12. Folge irgendwann mal benannt werden würdet. Ich überlege gerade, ob ich den einfach selbst Namen gebe nach Abonnenten, aber ich habe ein bisschen Angst, dass dann vielleicht einer böse ist, weil er das nicht unbedingt möchte. Deswegen glaube ich, lasse ich das. Ich würde vielleicht eine einfach mal eben nach mir benennen. Das könnte man eigentlich machen, oder? Wen nehmen wir denn da mal? Sie ist Weltraumhändlerin, Geringverdiener, Sanitäter. Ich spiele mal gerne den hier, deswegen würde ich die einfach nehmen. Ist doch weiblich, ja. So, welches ist es denn? Wo gibt man denn den Namen? Weiß ich gerade gar nicht. Hier ist, glaube ich, der Name, der angezeigt wird, ne? Ja. Dann mache ich hier einfach mal Lanfear. Ja, und je nachdem, ob ihr vielleicht Bock habt, nach einer Person benannt zu werden, vielleicht auch dann für die nächsten Runden, wenn es jetzt irgendwie doch nicht mehr klappen sollte in der Runde, dann schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Irgendeine Figur für euch findet man schon. So, und dann geht's jetzt los. Das kann jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen dauern, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, konnten wir irgendwo aussuchen, wie groß eigentlich unser... Das muss ich, glaube ich, nicht durchlesen. Also jeder, der schon Let's Plays oder so gesehen hat, kennt diesen Text hier schon. Es geht einfach nur darum, dass wir jetzt hier landen. Und da sind wir auch schon. Und ich drücke gleich mal Pause. Denn erstmal müssen wir hier alles leider einmal erlauben. Das ist immer... Ich weiß gar nicht, warum das so gemacht wird, wenn hier was landet, dass das alles erstmal verboten ist. Das ist ein bisschen... Ja, hier auch. Das ganze Holz, was hier rumliegt und so, ist alles halt verboten.
Ich weiß nicht, warum man das so gemacht hat. Ich glaube, jetzt haben wir alles erlaubt. Ja. Also, jetzt müssen wir erstmal unsere Viecher ausrüsten. Dazu gucken wir, wer was kann. Die kann nur Nahkampf, also kriegt die das Messer. Die kann, ja, jetzt ist leider nicht mehr groß mit aussuchen. Oh, alles Nahkämpfer eher. Okay. Ich mach mal kurz. Oh, wir haben eine Katze. Schade, wir haben keinen Hund bekommen. Das ist ein bisschen doof. Also, eine Katze ist natürlich super. Ich meine, ich habe ja selber Katzen. Deswegen natürlich perfekt, aber doof ist halt, die kann uns, wie wir sehen, hier mit nichts helfen. So ein schöner Hund, so ein Husky oder so, könnte halt auch Verwundete tragen und so. Wäre ein bisschen praktischer gewesen. Also, wir gucken uns erstmal unsere Karte an. Sehr hügelig, das sehen wir schon mal. Hier ist garantiert irgendwas drin, das sehe ich jetzt schon. Könnte ein bisschen mehr Hügel sein, das ist sehr wenig. Hatten wir nur kleine Hügelauswahl? Okay, hier sind schon mal Berg, also hier so eine Werkzeugbauteile. Das ist nicht schlecht. Also ich baue mich ja immer gerne an so einen Berg ran, aber das ist echt mau hier. Vor allem, weil das hier eben feindlich sein wird. Nicht so doll. Okay, dann würde ich das hier anders machen. Und sogar in der Mitte, glaube ich, bleiben. Ich denke, das ist nicht schlecht. Man könnte auch hier überlegen. Wobei, wenn hier gleich die Gegner an der Seite... Die Gegner tauchen halt immer an den Seiten auf. Deswegen ist es mir... Hier ist halt nirgendwo eine ganze Bergwand. Das ist echt blöd, wir haben so wenig Berge. Naja, geil. Ja, deswegen würde ich hier eigentlich in der Mitte bleiben, würde ich sagen. Und einfach die Schotten dicht machen. Also das machen wir jetzt langsam immer weiter, dass wir hier die Ränder alle dicht machen werden. So, und ich sollte mal anfangen mit bauen. Ich quatsche hier die Zeit weg und baue überhaupt nichts. Das hier könnte ein kleines Lager werden. Das könnten wir noch nutzen, aber nicht für unsere Heimat. Ich würde sagen, wir bauen an diesen Berg hier ran. Hier weiß ich nicht, nee. Wir bauen hier ran. Ist das ein Sumpf? Was ist denn das hier? Das Sumpfgebiet. Scheiße, da können wir wahrscheinlich nicht bauen. Ja, Sumpfe sind immer blöd. Ich probiere mal kurz. Oh doch, das geht sogar. Ich dachte, das geht gar nicht. Na gut, dann würde ich sagen, wir fangen hier in der Ecke an. Ihr könnt auch hier zumachen und... Nee. Wir fangen hier an. Und machen erstmal... Ich baue hier wirklich in die Ecke rein. Wir machen so. Und hier unten am besten rein, würde ich sagen. Das ist sogar egal eigentlich. Wir machen erstmal jetzt hier eine Tür hin. Kann man alles noch ändern. So, die Viecher können jetzt schon mal anfangen. Wir machen die Arbeitsprioritäten, mache ich später. Die können jetzt erstmal alles machen. Das ist gerade nicht so wichtig. Wir verteilen auch schon mal Betten. Nein, wir warten noch kurz, bis das da wenigstens ausgehöhlt ist. Ich hoffe, das macht auch einer jetzt so. Wir machen das gleich mal ein bisschen größer, würde ich sagen. So sollte reichen. So, macht einer was? Achso, die sind so weit weg. Wo sind sie denn? Da. Die machen gar nichts. Doch, da. Okay, die ganzen Bäume könnten theoretisch dann auch weg. So. Ernten könnte man auch schon mal. Kriegen wir noch ein bisschen Futter ran. Ich würde gern das... das ist zu weit weg als Lager, finde ich. Aber hier oben bauen, nee, ist irgendwie ein bisschen... Ich will hier auch die... Oh, was ist denn hier noch? Hier ist auch noch Zeug. Ja, das ist immer so... Irgendwas übersieht man immer und so kurz vor Spielschluss sieht man, ach so, da lag noch Stahlhaufen. Schön. Das ist immer so irgendwie. So, wir brauchen auf jeden Fall... Ja, wir machen erstmal den Raum hier nicht wieder. Ich bin immer gerne so gerade beim... Wenn ich Rimworld Let's Playe, fange ich gern alles auf einmal an und habe dann 100.000 Baupläne überall. Das ist natürlich schlecht. Okay, wenn wir jetzt das erstmal machen, könnten wir auch erstmal schnell was anderes machen. Und zwar doch die Arbeitsplätze. Machen die nichts. Die wollen. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt abbauen können, wenn die jetzt keine Aufgabe haben. Scheiße. Moment, ich drück mal kurz weg. Wir legen doch mal kurz die Schlafsäcke, würde ich sagen, einfach. Basteln wir die mal hin, dass die nicht stören. Hier würde ich gleich gerne am liebsten die Küche hin basteln. Müssen wir vielleicht doch noch kurz. Ich kann einen schon mal dahin basteln, einen dahin. Dann kommt hier noch einer gleich hin. Außerdem, was brauchen wir noch? Wir können den schon mal einfach so, damit sie was zum Spielen haben, hier kurz mal so ein Ding basteln. Das mache ich immer gerne am Anfang, damit die einfach hier so einen Spielspaß haben. Hier ein bisschen im Grün. Und natürlich Felder. Ganz, ganz wichtig, Felder. Ich glaube sogar, ist bei Sumpf nicht, ist weniger fruchtbar. Okay, hier ist gar nicht gut. Das ist ja nicht so schön. Wie sieht es hier überall aus? 100%. Okay, also hier können wir alles voll basteln, dann müssen sie halt nur die Steine wegräumen. Das ist ja nicht so schlimm. So, fangen wir da an.
Fangen wir einfach hier. Ah, die ganzen Büsche will ich auch nicht unbedingt weghaben. Obwohl hier stehen eigentlich überall genug Büsche rum. Ich will es halt so nah wie möglich machen, dass die kein. Also nicht so weite Laufwege haben. Da müssen jetzt leider die Büsche mal weichen. Schade. Wäre das irgendwie anders, wenn ich hier anfange? Ja, komm, das reicht auch. Dann fangen wir halt hier an. Dann haben wir noch ein paar Büsche. So. Gehen wir hier runter. Die Büsche sind mir jetzt mal egal. So, zweite Feld. Was soll man haben? Was geht am schnellsten? Das vergesse ich leider immer. Der dauert, nee, 18 Tage Lebensdauer. Wachstumsdauer 3 Tage. Geht super schnell. Reis bauen auf jeden Fall an. Wir machen halt erstmal das, was fix geht. Was geht noch fix? Geht Mais fix? Ich glaube, nee, 11 Tage. Wie sieht's aus mit Kartoffeln? 5,8 ist auch okay. Dann lassen wir vielleicht gleich mal die Kartoffelchen da. Als nächstes auf jeden Fall... Oh Gott. Ja, das ist immer... Wir könnten das ruhig ein bisschen dunkler machen. Man sieht halt immer gar nicht, wo die Felder sind. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Ich mache die mal so 6x6. Das finde ich eigentlich ganz eine passable Größe, muss ich sagen. Da will ich jetzt nämlich noch auf jeden Fall Highwoods. Ah, das kann auch keiner. Okay, der noch nicht. Dann machen wir erstmal... Wir haben Kartoffeln, wir haben Reis. Erdbeeren. Wie lange dauert ihr denn? 4 Tage. Okay, dann machen wir noch Erdbeeren. Ah, ich liebe Erdbeeren. Total. Und wir könnten schon mal Baumwolle machen vielleicht. Ja komm, wir machen mal noch Baumwolle. Heugras brauchen wir noch nicht, weil wir haben noch gar keine Tiere. Das wäre jetzt Quatsch.